So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild ist da, kurze Kontrolle und auf dem anderen Rechner erscheint auch das Bild. Gut, dann fangen wir gleich an. Kommen wir auch zum DAX. Zunächst einmal kurz hier dieses Chartbild, da hat sich noch nichts geändert. Das Gap wurde gestern nochmal angelaufen und da prallte jetzt der DAX ab. Jetzt habe ich ein neues, kurzfristigeres Chartbild mitgebracht, ja, im Stundenchart. Und hier sind jetzt so zwei wichtige Marken, wo der DAX höchstwahrscheinlich heute jetzt erstmal nur pendeln wird. Also es wäre erstmal unten die Unterstützung bei 10.022 Punkten, also bei 10.020 rund, plus minus immer 5 Punkte hin oder her. Ja. Schluss, also ein Stundenschlusskurs darunter wäre ja schon eher ein Stück drunter ein Verkaufssignal und alles, was dann hier drüber ist, ja, mit Gap Close Minimum und sonst kann das hier auch deutlich nach oben noch gehen, ja. Und alles, was im Prinzip hier bis 10.170 geht, wäre für mich dann antizyklischer Short in dem Bereich mit sehr engem Stopp. Was aber halt natürlich nicht direkt punktuell auf diese Linie, ein bisschen Spielraum muss man geben, wenn man dann sieht, dass hier noch im unteren Zeitfenster Umkehrsignale da sind oder wichtige Kerzen, dann kann man das direkt auf das Kerzenhoch dann legen, aber so wäre jetzt heute die Vorgehensweise. Es darf hier runterfallen, vielleicht auch die 10.000 Punkte noch touchieren, aber sollte eben ein Schlusskurs unter der 10.020er Marke stattfinden, wäre das definitiv erstmal negativ. Ja. Und alles, was darüber ist, ein Stundenschlusskurs, positiv. Kurz eben zum Dow Jones und zum Nasdaq, da hat sich eben nicht viel getan. Der Index klebt an der Marke, an der runden 18.000er Marke. Und beim Nasdaq, ja, gab es hier einen leichten, ja, favorisiert, war ja ein Rückgang bis zum ehemaligen Level, ja, ist noch nicht ganz erreicht worden. Also da darf es im Prinzip nochmal einen negativen Tag geben, jetzt zum Wochenausklang. Twitter hat man ja gesehen, ja, ist jetzt hier knapp unter den Ausbruch, unter das Ausbruchslevel gefallen und Ichinko Solar ist jetzt, macht jetzt auch keine besondere Freude, aber der Stopp bleibt noch. Es kann sich hier noch nach oben ausdehnen. Dann kommen wir zum Öl. WTI hat hier ein Hoch bei 52,12 gemacht und seitdem einen guten Dollar verloren. Hier ist noch der steile Aufwärtstrend intakt. Was man jetzt hier machen kann, diese Marke ist ja nicht erreicht worden. Nimmt man jetzt hier etwa dieses Level an, also ein Tagesschlusskurs unter 50,30 etwa. Kann man eigentlich gleich machen. 50,30, also es geht jetzt darum, wirklich einen Tagesschlusskurs, nicht einen Stundenschlusskurs auch, oder einen 4-Stunden-Schluss kann man auch vielleicht das handeln, aber ein Tagesschlusskurs, ja, unter dieser Marke wird jetzt hier noch nicht heute zum Bruch des Aufwärtstrends führen, sondern vielleicht dann nächste Woche. Und dann kann man hier eben auch nicht auf die 45er Marke hoffen, sondern eben auf 6,50 und dann wird hier genau das Korrekturpotenzial eben dann abgearbeitet, aber aus einem höheren Level aus. Das wäre jetzt hier denkbar. Den Chart speichere ich auch ab unter einem neuen Punkt und das wird wahrscheinlich auch dann in der heutigen Analyse dann erscheinen. Bei Brent, ja, da gab es ja ein Verkaufs-Short-Limit, was dann rausgenommen worden ist, jetzt natürlich unglücklich im Nachhinein, und das andere Short-Limit wurde auch noch nicht erreicht. Hier werde ich das Limit vielleicht auch erhöhen heute. Mal sehen, ob jetzt hier erstmal
dann Trend nach oben tendieren kann im Tageschart. Ja, gibt es jetzt hier in meinen Augen noch nicht so ein schönes Level, was man hier jetzt hochsetzen kann, wenn man hier die auch die letzten Hochs vielleicht verbindet, aber dann wäre hier der Bruch der Aufwärtstrendlinie noch weit weg, dann wäre das höchstens ja ein Rückfall eben auf das ehemalige Verkaufssignallevel möglich, also hier mit dem Bruch. Das wären dann auch gute 1,5 Dollar Potenzial vielleicht. Aber da werde ich nachher nochmal genauer drauf schauen. Zum Forex, hier gibt es eben vom Euro australischen Dollar. Hält noch der Stopp, liegt gleich dem Minus. Hier muss jetzt was folgen. Aber bleibt auch für mich noch alles, was über dem ja, 152 Level ist. Bleib ich da optimistisch, dass hier das sich noch so ausdehnen kann bis zur Oberkante. Allerdings muss jetzt hier ja einen möglichst schnellen 4-Stunden Schlusskurs wieder in den Rainbow passieren. Was schöner ist, es wurde auch zweimal jetzt hervorgestellt, einmal hier frühzeitig auf noch einen Rückfall, beziehungsweise hier die Ausbruchsmarke. Es gab einen Rückfall, der Stopp hat gehalten. Gestern hier nochmal das graue Setup eingezeichnet. Ja, ein bisschen die Dynamik fehlt eben, aber sieht wie das andere Setup eben noch gut aus. So zum Gold, ganz kurz, da ist jetzt der Abwärtstrend gebrochen, aber wie gestern schon erwähnt, hier kann was fertig sein und darf jetzt natürlich hier runterfallen. Das wäre jetzt hier nicht als Fehlsignal zu interpretieren, sondern hier einen Einstieg wieder suchen für einen weiteren. Aber da beschäftige ich mich am Wochenende. Den DAX hatten wir schon. Das Setup ist hier mit dem neuen Tief abgearbeitet worden. Da eben das neue Short Limit nicht. Das Verkaufssignal war ja so an dem Freitag eingezeichnet. Also muss man jetzt hier US-Dollar, japanischer Yen erstmal zur Seite legen. Das war auch noch das. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Qualität bzw. der Stream hat jetzt hier nicht gehakt. Und dann sehen wir uns später bzw. hören wir uns vielleicht auch noch mal später. Danke.